Hallo zusammen, es ist Winterzeit. Das heißt, es ist nicht Sommerzeit. Weil während der Sommerzeit machen wir keine Fremdreparaturen. Und ich habe jetzt hier eine ARB-Kühlbox. Passt genau da rein. Und er will die repariert haben. Die steht schon seit August hier. Ja, wir kommen jetzt dazu und wir reparieren jetzt auch diese Boxen, die sich hier angestaut haben. Und was war an dieser Kühlbox? Die Box sieht eigentlich relativ gut aus. Wir sehen hier das Tippenschild. Das ist eine Kühlbox von ARB Corporation Limited. Ja, mehr muss ich dazu nicht sagen. Modell ist 108.00473. Und was war damit? Diese Steuerung von Danfoss, die hat einen Schuss weg. Geht nicht. Wir machen Kältetechnik, wir machen keine Elektronik, also die ganze Steuerung ausgetauscht. Ja, und jetzt kann sie der Kunde wiederholen. Es ist jetzt Winterzeit. Wir machen Fremdreparaturen. Reparaturen macht heute ja sowieso keiner mehr. Ihr habt so eine Box, die passt genau da rein, weil der Rest wurde um die Box rumgebaut. Dann kann man das reparieren. Wir sind nicht günstig. Vielleicht kostet eine neue Box heute bei irgendwo weniger als hier die Reparatur. Wir liegen jetzt hier irgendwo zwischen 300 und 400 Schweizer Franken nur für die Reparatur. Nur, es ist nachhaltig. Es passt genau wieder rein. Diese Abdeckung hier, ich weiß nicht, ob die original ist, aber die passt auch genau auf die bestehende Box, weil die war schon immer drauf. Wenn ihr Größeres habt, wie zum Beispiel sowas, dann könnt ihr auch mit dem ganzen Wohnmobil vorbeifahren. Oder mit dem Schiff, das gab es auch schon, Leute. Haben ein Schiff hingestellt und gesagt, der Kühlschrank geht nicht mehr, Punkt. Ich will den repariert haben. Mit dem Wohnmobil müsst ihr einen Termin ausmachen. Oder das Wohnmobil hinstellen und sagen, ich brauche es eine Woche nicht. Kein Problem, kann man regeln. Sagt uns bei so einer Box, heute kriegt man eine Box, nicht die Qualität, muss ich auch sagen, für 300 Euro, 300 Schweizer Franken, müsst ihr eine neue Box kaufen. Punkt. Wir sind teuer, wir machen das, aber nur während der Winterzeit. Und jetzt ist ja Anfang November, ah nein, ist noch nicht ganz. Ihr wisst, im November machen wir Betriebsurlaub. Das heißt, der ganze November ist zu. Im November geht gar nichts, da könnt ihr nichts bringen, nichts holen, überhaupt nichts. Ihr könnt zwar mailen, ihr könntet sogar faxen, wenn es an die Behörde geht. Aber wir haben noch ein Faxgerät, wenigstens in der Schweiz. In Deutschland haben wir das abgeschafft, war kaputt, in der Schweiz steht das Ding rum. Früher kamen noch Werbefaxes rein, heute kommt da gar nichts mehr. Aber wenn ihr mit einer Behörde kommuniziert, ist es noch gut, wenn ihr einen Fax habt. Weil die faxen ja immer noch. Wir lesen keine Fax, wir lesen keine E-Mails, wir nehmen keine Telefone ab. Brieftaube könnt ihr auch vorbeischicken, nur wir dürfen die jetzt nicht mehr schießen, also von dem her geht auch nicht. Ja, wir sind einfach nicht da bis Anfang Dezember und im Dezember machen dann Weihnachtsurlaub. Haarbecken heißt das. Man muss ja nicht, man kann ja mal den Betrieb einstellen, weil alle unsere Mitarbeiter haben genügend Urlaub. Überstunden, die sich angesammelt haben im Sommer, dann stellen wir den Betrieb ein. Haarbecken. Man heißt nicht, dass man dann Konkurs macht. Wir nehmen den Betrieb ja auch wieder auf. Also wenn ihr Reparaturen habt, sowas, könnt ihr vorbeibringen, sagt, die Reparatur darf 300 Franken kosten,
Dann können wir drüber reden, können wir es machen oder nicht. Analyse, was kaputt ist. Das machen wir kostengünstiger. Dann können wir sagen, kostet so viel. Wenn es dann 350 ist, können wir noch drüber reden. Ja, aber bis 300 dann würden wir die Reparatur jetzt bei der Box hier machen. Aber nicht erst am grünen Donnerstag melden, weil dann ist nämlich die Sommerzeit schon wieder da. Und wenn es um Ostern wieder laufen will, ist der grüne Donnerstag zu spät. Weil es gibt Leute, die sagen, ja, ich weiß schon seit August, dass es nicht läuft, aber ich will in die Osterurlaub. Denkt ein bisschen weiter. Nicht ganz kurzfristiges Denken, weil ist auch günstiger. Viel besser für die Nerven. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.